Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Hunde und Katzen Let's Play Folge hier im Elternfreudenhaus. Ich bin Daniel von SimFans.de und Elternfreuden ist vorbei und Hunde und Katzen ist da und die Freuden sind auch vorbei. Ne? Die Lea ist gestorben in der letzten Folge und wir haben versucht, den Marvin auch zu entlassen. Hast du jetzt einen Kuchen endlich gebacken hier für unsere Sims? Nee, ne? Für unsere Sina. Die hat nämlich Geburtstag, die wird zu jungen Erwachsenen. Die Story geht weiter. Die ganzen Sims sind hier schon unterwegs. Du bist todmüde, ich weiß. Aber du musst jetzt hier nochmal hier, da, Geburtstagskerzen hinzufügen und da diese auch ausblasen, bitte. Ja, wieso kommst du da nicht schon wieder ran hier? Lass mich den mal hier. Hallo? Geburtstagskerzen hinzufügen. So, du hast einen Hamburgerkuchen gekriegt, der Apfelkuchen ist leider nichts mehr geworden, der so gut aussah. Kerzen auspusten, nein, jetzt schläfst du ein. Bumm, weg ist sie. Alles denn da noch halbwegs in ihren Halloween-Outfits, weil das die Party-Outfits festgelegt wurde. Und ja, komm, Sina, aufgestanden, die Kids, die gucken. Ja, das ist jetzt halt so, ne, kann man nichts machen. Lektion fluffig. Schnee ist eine flauschige Katze. Vergiss nicht, ihr Fell regelmäßig zu bürsten, um Haarballen zu vermeiden. Ja, das machen wir. Sina, hast du zugehört? Komm, Kerzen auspusten. Auf, holt die Gäste her. Yay, ne? Wow. Sina ist älter geworden. Nee, neue Luftballons. Junge Erwachsene sein, lebenslange Verantwortung, sich steigernde Karrieren und weite Horizonte warten. Wer behauptet denn, die 20er seien kein Spaß? Emotionale Kontrolle, hast du das Bonusmerkmal bekommen? Yay! Sims mit dem Merkmal emotionale Kontrolle können negative Stimmungen abbauen, indem sie joggen, bestimmte Musik hören und Computer bloggen oder ein Instrument spielen. Im Allgemeinen bauen sie schneller negative Emotionen ab als andere. Das ist sehr gut. Belohnungsmerkmal, ne? Hat die Lea dir gegeben als Kind durch die Erziehung und du kannst jetzt den Tod hoffentlich besser damit verarbeiten. Unverantwortlich. Und ja, verantwortliche Sims sind erfolgreicher bei der Arbeit. Sie können Kindern und Teenagern beibringen, verantwortlich zu handeln. Belohnungsmerkmal. Und das Bonusmerkmal, was wir jetzt hier kriegen als junge Erwachsene, da nehmen wir doch hier Katzenfreundin, oder? Das ist doch cool. Das passt doch sehr gut zu dir. Katzenfreunde haben viele Katzen als Kumpel und ziehen die Gesellschaft von Katzen des Sims vor. Wow. Wow. Ja. Du bist jetzt hier zu Katzenlady. Komm, ruf mal alle hier zum Essen. Wenigstens hier Kuchen essen noch, ne? Cool, wir haben Geschenke hier geschickt. Wieso schickt ihr die Geschenke? Könnt ihr mir auch geben. Hier, komm mal zum Kuchen essen. Ja, nur alle die hier, die auch ein Geschenk hier gemacht haben, ja? Jetzt gibt's Kuchen, jetzt kommt ihr, ne? Zum Gratulieren jetzt nicht, aber zum Kuchen. Ja, immerhin haben wir jetzt hier Silber, oder? Oder nicht ganz Silber. Doch, wir haben noch Silber geschafft. Sehr gut. Silber erhalten, Belohnung, Happy Birthday. Sehr gut, Dankeschön. Oh, die Red hier, was ist mit dir hier, sexy, sexy, ready. Die Goldgläs. So, geht die jetzt schon wieder, oder was? Was ist los hier? Tja, und Marvin können wir anscheinend... Die Hausaufgaben auf dem Teller. Und Marvin können wir anscheinend nicht entlassen. Der ist Geist als Forever hier, ne? Den müssen wir entfernen über die Dings. Den müssen wir entfernen, den Kummer-Hotline anrufen. Oh je, je. Tierklinik kaufen, ne. Tja, das ist, ja. Das ist vorbei mit der Lea. Wir gucken, dass wir das jetzt hier doch besser machen, Sina. Wir kriegen das hin zusammen mit der kleinen Schnee. Wo bist du denn? Wo ist die kleine Schnee? Pass auf, Katzilein, du wirst ja hier nass. Komm, Marvin, du darfst nochmal reparieren. Das Bench ist der Reparatur. Mit Laserpointer spielen. Bist immer noch konzentriert und du das aufwischen. Du musst jetzt schlafen gehen. Ich weiß. Eieiei, ihr müsst ins Bett schnieren. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Schlafen. Schlafen, schlafen. Ja, Sina, das bringt nichts, wenn du hier aufräumst. Ui. Miau, miau, was brauchst du denn? Wir wissen es nicht. Du bist auch noch weiß hier unten, neutral hier. Oh, du bist ins Kreuz reingefahren. Geht das auch bei Geistern? Wir tun jetzt mal den Grabstein hier raus. Wir machen euch ein schönes Grab. Das haben viele sich gewünscht. Dass wir hier auf dem Grundstück, wo wir jetzt ja auch mehr Platz haben, dann wenigstens mal ein schönes Grab hier machen, oder? Für die zwei Hübschen hier. Wir buddeln dich um, Marvin.
Wir buddeln dich um. Wir machen ein schönes Familiengrab hier. So. Kommt die Blümchen rüber. So, erstmal alles hier, ne? Haben wir hier Tag. Guten Tag. Du bist hier ausgebuddelt, Marvin. Du bist hier wieder eingebuddelt. Wir machen denen ein schönes Grab hier jetzt noch in dieser Folge. Das haben sich so viele gewünscht und die haben es auch wirklich verdient, würde ich jetzt mal sagen, ne? Dass wir denen jetzt hier das Schöne errichten, oder? Wir machen hier ein Grab mit so Blümchen hier, so ein schönes sowas hier, oder? Bisschen Moos oder so Blümchen. Wir machen so Blümchen, so leichte Blümchen. Ist ja auch schönere vielleicht mal. Die da, die sind doch gut. Baby.moveObjects, damit ich das hier drunter platzieren kann. Machen wir das so. Wir machen euch ein schönes Ehepartner-Grab hier. Ja, guck mal an. Na, hier kann man noch ein bisschen so Blümchen auch draufstellen, ist auch erlaubt. Alles erlaubt hier. Ist doch gut. Ist doch gut. Wir können auch endlich mal hier diese Hecke jetzt erweitern, ja, dass die keine Streuner reinlatschen, wobei die ja eh alle durch die Hecke durchlatschen können hier, ne? Wir haben so einen großen Garten jetzt hier. Wir können jetzt wieder 184 kosten die Hecken da, bäm. Was, 230? Kostet eine neue. So viele brauchen wir ja nicht, ne? Wir müssen ja hier nur ums Eck rum. Wir brauchen eigentlich nur zwei neue hier unten. Drei, okay. Und da oben auch. Das Bäumchen hier, das würde ich mal da, das würde ich da lassen, aber wir holen uns nochmal eins. Das tun wir dann hier so ein bisschen hin, ne? Das ist ein bisschen Schatten hier, ein bisschen Bäumchen. Und die Party-Egge, die bleibt da aber, oder? Komm, wir versetzen das da nach hinten in die. In das letzte Loch. So ist doch gut. Ja, das ist gut so. Wir haben ein schönes Grab hier verdient. Ach, das war so cool mit den beiden. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange Let's Play und ihr habt auch so toll hier mitkommentiert mit den beiden auch. Ich fand es so hammer. Irgendwie bin ich jetzt doch so ein bisschen arg sentimental hier. Eieiei. Aber das ist jetzt so entschieden auch. Das ist so entschieden, ja. Da die Röschen, guck mal, die sprießen noch. Das hast du hinterlassen. Können wir das nicht hier das Zäunchen hier so irgendwo dahin machen noch? Ups. Komm, wir machen das noch dahin, dann ist da wenigstens so pseudomäßig ein Türchen. Ich weiß, die können auch durch die Ecken durchlaufen, ja, ist okay. Da können wir nochmal ein bisschen was neu machen. Vielleicht haben wir ja bald auch einen Hundi, dann haben wir genug Platz hier zum Rumtollen. Das ist doch schön. Das ist doch schön hier. So. Tja, Marvin. Ihr geht jetzt ins Bettchen hier bitte, dann geht's hier ratzifatzi weiter. Ja, du gehst schlafen, sehr gut, das macht das Kätzchen hier. Kannst du zurückgehen. Was bist du jetzt verspielt hier? Eieiei. Du schläfst jetzt hier, wieso schläfst du hier? Du hast doch ein Bettchen, kommst du da nicht zurück oder was? Wir haben nur hier extra dir so ein schönes Bettchen hier gemacht. Ja. Die schöne Welt hier. Brindleton Bay. Das ist so cool. Wenn erstmal die neue Tierklinik steht, dann sind wir ja auch alle happy, ja. So. Seid ihr schon wach? Komm, mach mal der Kleinen hier noch was zum Mampfen. Marvin, was machen wir denn mit dir jetzt? Wir müssen jetzt hier Frühstück servieren und du machst jetzt hier mal arme Ritter, oder? Ja, du hast sogar Obst hier im Inventar, sehr gut. So muss das sein, hast du nicht? Weil da steht hier Obst. Achso, vielleicht ist im Kühlschrank noch was. Aber wir sollten hier vielleicht erstmal aufräumen, Marvin, ne? Erstmal hier aufräumen. Das hier mal weglegen. Aufräumen. Oh, pass auf hier, ja?
bist ja ein Geist, macht nichts. Aber fackel das Haus nicht ab, das ist von der Sina. Müssen wir übrigens auch noch ein bisschen umgestalten hier mit Hunde und Kätzchen. Kannst du da noch nicht hochhüpfen, kleine Maus? Das muss doch gehen, oder? Kommst du nicht hoch? Wieso kommst du da nicht hoch? Das muss doch gehen. Kratzen kannst du ja auch da dran. Miau, miau. Bestimmt stört der Vorhang oder irgend so ein Blödsinn. Das gucken wir echt nochmal. Aber das geht auch nach vorne, die Pfeile, ne? Ja, die gehen nach vorne. Aber dann muss das doch gehen. Komm, wir machen das mal ein bisschen zu mittig mehr, dass das so wirklich auf das hintenrum auch noch Platz ist zum Latschen. Kommst du dann hoch? Miau, miau, miau. Arme Ritter, hast du wieder verdorben gemacht hier, ne? Oh, oh. Schlecht. Na toll. Ach, Marvin. Dann isst du einen Kuchen, Sina. Isst du einen Kuchen. Tja, wir haben sogar Fotos gemacht von dem Kätzchen hier. Eieiei. Wo ist es denn jetzt wieder? Ist wieder weg. Ich sehe es nie. Wo ist es denn? Wo bist du denn? Ah, du bist hier rausgelatscht. Bist du durch das Türchen durch? Wir haben ja eine Hundeklappe hier quasi gemacht. Eine Katzenklappe. Tür abschließen für alle Hunde. für jeden. Und aber aufschließen, Zutritt gestatten für Haushalt. Genau. Miau, miau. Ja, wir haben einen riesen Garten hier, oder? Voll cool. Sitzt hier Lea, Rip hier und hier ist Marvin, ne? Nehme ich an. Ja, that's it. That's it, that's it. Kann man hier mit Shift-Click irgendwie sagen? Pflanzenzimmer verändern? Nee, ne? Kinderbetreuung. Hä? Ja. Wir kriegen Marvin nicht mehr los. Ja, ja, wir gucken ja nach dir. Was ist denn mit dir? Wir fragen mal, was ist los? Tröstliche Umarmung. Ja, das machen wir auch und streicheln. Das ist eine anhängliche Katze, ne? Leckerchen geben hier. Schnee essen geben. Das ist doch hier noch. Oh, das müssen wir mal. Oh. Das ist leer, ne? Leeren die mal, weil es stinkt. Das ist nicht gut. Ja, schrei mal nicht so. Schnee hat sich, sehnt sich nach Aufmerksamkeit. Streicheln und knuddeln wird verlangen. Ja, dann mach das doch. Komm. Streicheln und knuddeln. Sag nicht, du kannst ihn mit dem Teller knuddeln. Eieiei. Das ist ein Teller in die Hosentasche. Ja, knutschi, knutschi. Ich hab dich lieb. Sina und Schnee sind soeben beste Freunde geworden. Wow, wie cool. Probleme gestehen an. Ja, ich bin ein bisschen traurig, liebes Kätzchen, ne? Aber du kriegst ein Leckerli hier. Guck mal an. Jetzt wird das hier geleert. So, und dann füllen und Schnee zum Essen rufen. Das machen wir doch. Sehr gut. Unsere junge Erwachsene hier, die Katzenfreundin, verantwortlich, emotionale Kontrolle, ist sehr schön. Wenigstens das hat geklappt hier. Ah, ja, ja. Ich wollte auch noch den Staubsauger kaufen, diesen coolen da. Die coolen Staubsauger. Alles anzeigen. Ich glaube, das ist bei Elektronik, oder? Wo ist denn der Staubsauger? Da ist er doch. Staubsauger-Robot. Wir nehmen einen... Ein rosa? Der ist ja witzig. Ne, wir nehmen einen weißen. Wenn wir alles so schön weiß hier. Wir haben keinen Platz für dich. Wir haben keinen Platz für dich. Du kannst hier gleich direkt bei der Katze da irgendwo rumstehen. Weil dann kannst du das hier alles gleich aufsaugen. So, das machen wir ein bisschen hier mehr Platz. Das behalten wir noch. Ja, ja. So. Und jetzt hier Reinigungsvorgang starten. Ja, mir geht's nicht so gut, Katzi. Aber wir kriegen das hier, ne? Liebe sprühen. Was ist denn das? Erhalte Zufriedenheitspunkte, indem du dein Tier kümmerst. Wegen anhänglicher Katze. Oh, das ist ja toll. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Hier ist sehr cool. So, machen wir den Staubsauger an. Der soll ja mal die Fussel auflesen. Aber nicht die Kopfhörer. Kann man die jetzt nicht hier irgendwie... Nee, geht nicht. Aber saug nicht die Katze auf. Ist kein Fussel. Nork, nork.
Liebe spüren. Was? Spüren oder sprühen? Sprühen, ne? Spüren. Liebe spüren. Gesicht lecken lassen. Oh, wie cool. Wegen Merkmal Katzenfreund. Oh, Herzileinzie. Oh, du stinki Katzi, du. Nee, du bist stinki, Sina. Komm, leck mal das Gesicht. Das wollen wir mal sehen hier. War es das schon, oder was? Gesicht lecken lassen, komm. Bist ja traurig, Sina. Ach, komm. Aber es geht schon runter hier. Die Pfeilchen gehen schon runter, ne? Trauern. Oh, Niba, willst du mein Gesicht lecken? Du leckst das Gesicht der Katze, oder wie rum ist das? Das war doch jetzt ein Knutschi nur. Bako Yang, ich habe gehört, dass jemand, der sich sehr am Herzen lag, aus dem Leben geschieden ist. Mein herzliches Beileid. Ja, danke schön. So per SMS. Tröstliche Umarmung ist auch gut, ne? Dann stinkt das hier noch mehr. Komm, Sina. Dann gehst du duschen. Oh, ja. Okay. Liebe, Liebe. Jetzt haben wir nur noch 5 Stunden. Haarige Gefühle, weil Katzen umarmt hat. Spürbare Liebe. Ja, wir können mal gucken, was wir für... Das heißt auch duschen gehen. Wir können mal gucken, was für... Was? Hast keine Dusche? Wieso gibt's Dusche hier? Oben gibt's Dusche. Ach, da ist der Marvin drin. Ach, Marvin. Und die Ding ist schon wieder kaputt. Ich dachte, du hättest hier alles verbessert. Gespenstische Reparatur. Was ist denn da passiert? Haben wir da irgendwelche Wichtel oder irgendwas wieder? Oder war da die Lea am Werk? Oder was ist los? Ist alles kaputt hier, wie es aussieht. Eieiei. Die macht ja alle Wasserdinger sind kaputt auf einmal. Was ist denn hier passiert? Ah, jetzt glaube ich es aber voll. Läuft das Wasser hier durch die Wand durch oder was? Komischer Scheiß hier, ich sag's euch. Das verflucht jetzt das Haus, weil wir Lea als Geist hier entlassen haben. Ist das hier auch kaputt? Ne, das ist nicht kaputt. Guck's da mal an hier. Jetzt kannst du duschen gehen, komm. Nee, du gehst jetzt duschen, nicht ausheulen. Du gehst jetzt duschen aufs Klo und dann ein bisschen Spaß haben. Die Kleine ist versorgt. Die Kleine ist versorgt. Ja, ja klar. So. Na, schick mal den Papi raus hier. Brauchst du nicht. Vertraust dem hier. Oh, sehr traurig. Mann, ist das deprimierend mit euch. Ja. Wir müssen mal uns ablenken irgendwie. Gänseblümchen kann man hier sammeln. Wann wird denn unser Kätzchen jetzt endlich mal groß hier? Komm, werd mal größer. Kannst auf den Theken rumspringen und unsere Sachen hier aufessen, die wir immer vergessen in den Kühlschrank zu stellen. Was macht die Kleine? Kann die schon hochhüpfen? Ich glaube nicht, ne? Die kann doch nicht hochhüpfen, oder? Nee, schläfst vor dem Kühlschrank. Okay, ist erlaubt. Tja, so ist es wohl. Ich mach mal ein bisschen schneller hier, Glue. So. Jonas, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Ja, danke schön, du warst doch da. Bist so verpeilt. Du bist so verpeilt, wirklich mal. Marvin. Wir müssen dich jetzt irgendwie löschen oder irgendwie, es tut mir leid, aber wie soll wir das denn machen? Sollen wir dich ausziehen lassen oder? Das ist ja auch blöd irgendwie. Eigentlich bist du ja gar nicht richtig hier im Grabstein, ne? Das ist dein Grabstein. Ein Besitz nehmen. Bleib einfach einmal in deinem Grabstein drin. Was ist denn ein Kaffee? Das kannst du auch mitnehmen, den Kaffee. So, und was malst du jetzt? Ne, du isst hier nur was. Was machst du? Ansehen. Ja, das hat die Lea immer gern gemacht. Na, jetzt bist du wieder glücklich hier. Guck mal an. Jetzt kannst du hier noch das Zeug ernten hier für sie mal, ne? Alles ernten, alles bewässern. Als sonst hier ist ja ihr Nachlass, ne? Gefährdet. Du, komm. Auf. Au, oh, das ist nochmal so ein schönes Kätzchen. Guck mal an. Das ist der Bürgermeister mit dem Hashtag Grün Zylinder und Schleifchen. Ist das der Bürgermeister Schnurrhaar oder wie der heißt? Ja, irgendwie so. Der Zylinder ist im Bordstein hier drin.
Was ist das denn für ein Viech? Sieht ein bisschen verzweifelt aus. Pumpkin, Streuner. Komm, wir lächeln uns ein paar Kätzchen an. Ist da für eins? Da ist doch ein süßes Kätzchen. Hier, warte mal, hier, was bist du? Amy. Wir suchen uns einen Streuner aus. Das sind immer die gleichen Streuner hier, ne? Oh, die Svea ist hier on the go. Hallo, Svea. Wow, sie hat die Gärtnerfähigkeit erworben. Freundlich Tier vorführen. Komm, zeig mal die Schneekatze. Zeig mal die Schneekatze. Brauchst du mal nicht bewässern, das soll der Marvin machen. Wir brauchen ja Kohle, ne? 769 Simoleon, 59 Simoleons. Was ist mit der Svea? Hey! Hey! Svea ist weg, glaube ich, ne? Heute ist irgendwie der Wurm drin. Was war eine traurige Depri-Folge. Ruf mal die Svea nochmal an, die können wir dann einladen. Das ist ja die Tierarztpraxis-Besitzerin. Vielleicht kannst du mit ihr dann da auch irgendwie mitarbeiten oder so. Das wäre mal cool, wenn man zusammen, wenn man zu zweit spielen könnte. Einladen, jetzt da habe ich es doch, die Svea, bitteschön, ja. Marvin, was ist los? Alles bewässern, komm. Mit Tränen gießen. Oh nein, oder? Aber die hat echt jetzt schnell ihre Frucht bewältigt, ne? Die Sina. Der Marvin, der ist noch tot traurig. Zwei Tage noch. Mit Tränen gießen. Rechnungen schon wieder, gerade sage ich's dir. Du kannst hier mal trauern am. Kannst du nicht trauern? Vielleicht habt ihr ja eine Idee für die Inschrift hier, für die Lea. Wir können da ein bisschen was eingravieren zur Erinnerung. Könnt ihr mal kommentieren. Was habt ihr mit Lea verbunden? Schade, dass du weg bist, aber die Zeit geht weiter. Oder was? Post bekommen. Könnte ich mal die Rechnungen uns bezahlen. Ja, ja, ja. Ai, ja, ja. Wo ist sie denn jetzt, die Svea? Da ist sie doch. Versuchen zu beruhigen. Ah, hallo, geht's noch? Svea? Svea? Was machst du denn mit unserem Zeugs hier? Was ist denn los mit dir? Wieso bist du so schlecht drauf? Hallo? Romantik. Hier vorführen. Da ist es doch. Dankeschön. Oh. Hallo, Svea, ne? Oh, schönes Jugendzimmer. So, müssen wir mal hier ausräumen, ja? Daniel, muss man hier neu bauen. Hab ja schon längst abgestimmt in der ersten Folge, sagt die Sina. Der hat's immer noch nicht gemacht. Ja. Ein bisschen Gameplay zeigen. Ist das nicht dein Tier vorführen? Die ist so sweet, die Kleine. Komm, mach dir mal das Tier. Ach, das ist wieder abgebrochen. Hier ist doch scheiße, ey. Komm, zeig mal dein Tierchen. Zeig mal dein Kätzchen. Das ist voll cool, das Kätzchen. Ich muss die Svea unbedingt sehen. Willst du mein Tierchen hier sehen? Ja, klar. Und jetzt? Wieso zeigst du es nicht? Oh, nee. Huh. Simstagram. Kumpel werden. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Streicheln. Guck sie mal an. Hier ist sehr cool, oder? Wow. Kumpel werden. Oh, pardieu. Pardieu. Tina und Schnee werden Kumpel. Was ist da jetzt anders dran? Ich check's nicht wieder, Leute. Eieiei. Geschichte erzählen geht jetzt auch. Ja. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit unserer Elternfreund-Hunde- und Katzenfamilie. Die Sina, ich hoffe, das Kätzchen wird nächstes Mal dann endlich mal erwachsen, dass wir dann noch mehr Sachen mit dem Tierchen hier machen können. Die Welpen sind ja bekanntlich 3 Tage lang hier on the go. Welpen, und dann sind die
größer, werden die größer bei der Lebensspanne normal. In den Eigenschaften, den Spieleigenschaften. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht noch mehr Kätzchen oder Hühnchen für die Sina besorgen uns. Das könnt ihr natürlich abstimmen und kommentieren. Vielen lieben Dank. Daumen nach oben nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.